geht. Wenn ihr irgendwo rumstehen wollt, dann steht da drüben. Hammer fehlt? Was? Ich kann noch so viele Hämmer rumlegen. Ich muss mal sagen, dass ein Hammer fehlt. Ist da schon voll einer drin, ey. Du willst mich auch verarschen. Geht das ganz genau. So, ich muss auch noch Spitzhacken auftragen. Wir nehmen die 6. Spitzhacken aus. Und dann hier Fischer. Ich bin hier Fischer überhaupt. Das ist die wichtige Frage. Da springt hier mit was. Scheint da oben weiter zu gehen. Da machen wir jetzt einfach spontan, stumpf, die Hulle. Machen wir jetzt hier 8 Fischer hin, weil wir können. Weil wir es können. Hier sind auch noch so viele Träger und ich muss dringend meine, meine Hämmer da rauskriegen. Was machen eigentlich meine Bogen? Ja, das musst du auch so schnell schon weg. Dann kommt jetzt erstmal nur noch Kohle. Eisen, dann kommt Kohle. Okay, dann machen wir schon mal die Eisenlinie hin. Dann können wir schon mal so ein bisschen noch an Waffenproduktion da aufbauen. So. Okay. Keine Fische, da können wir möglicherweise da 2 Waffenschmieden hintereinander stellen. Oh. Ja. Naja, so. So, brauchen wir lieber 3 davon. Geht immer noch immer rum. Ja. Die haben wir jetzt, könnten die. Können die Bauarbeiter sich jetzt noch zum Goldland wissen? Ganz toll. Ein paar von den Trägern, die können sich auch mal daraus kriechen. Hier glaube ich noch ein paar Farmen hinstellen. Nach unten ich. Pius, meine ich. Oh. Hm?
Oh Mann. Drei große Wohnhäuser fertig geworden und trotzdem Siedlermangel ohne Ende. Da warst du was? Da habe ich echt ein bisschen verkackt. Bevor ich das Gold dann aufgebaut hatte, hatte ich ein paar Wohnhäuser extra gebaut. Ich finde, das lief ganz gut. Dann, als dann der große Ansturm mit dem ganzen Rohstoffübertragen losging, hatte ich dann halt jede Menge Träger frei und zeitweise standen da halt irgendwie 100 bis 200 Leute da auf den wenigen Quadratmetern da. Also von daher lieber zu viel als zu wenig, dachte ich mir. Ja, wow. Das mit deinen Fischen ist, glaube ich, gar nicht mal so doof. Mir leider nicht ganz so, das gerne hätte. Ja, ich glaube, wenn man die Fische da nicht hätte, könnte man da zwei Waffenschmieden hintereinander setzen, aber ich dachte, ich habe lieber Essen als das. Schauen wir mal, was davon nachher im Endeffekt besser wird. Den Siedlermangel erstmal überstanden, Gott sei Dank. Aber auch schon L3 fertig, krasser Scheiß. Ich hab gleich L3 Speere fertig. Ah, ja, ja. Okay, ich hab zu viel Wein. Kannst du mir gern was abgeben, wenn du möchtest. Müsste was für losgeht und kommt den Rest ab. Eisen kriegen wir zwar jetzt ganz am Schluss, aber. Ich kann doch dann ganz oben anfangen. Eine Reihe, wo nix ist, da könnte ich mir Dulliminen setzen, damit ich weiß, wie viel Platz ich da machen muss. Dulliminen! Ding. Lol. Zwei dumme Eingedanke. Dullies.
Das Richtige geht dann meiner Ansicht nach los. Dulli-Minen. Die wollten nie wirklich gebaut werden. Nur eine Reihe? Das kann doch auch nicht sein. Ich habe mich da verschätzt. Dann muss man das nochmal machen. Ohne Dulli-Minen. Wenn ich da noch eine Reihe hinkriege, dann was ist das auch. So. So, hier geht's los, ne? So. Okay. Das hat Dulli-Minen nicht so gut funktioniert. Spannend. Auch eine revolutionäre Strategie gewesen mit den Dulli-Minen, aber scheinbar die Strategie zu Dulli. So. Kriegen wir oben noch ein paar Fische. Das liegen wir noch einmal rum, aber zu sicher. So, Kohle kommt sofort, meine Herren. Ich würde sagen, Kohle kommt sobald das Schiff wird. Vergessen Sie den. Also der lagert einfach bloß Gold aus, okay. Gut. Der lagert einfach bloß das Gold aus, wo man ja... nicht. Das liegt nicht daran, dass irgendein Träger hier irgendwie ganz dumm im Weg steht. Stimmt, hier ist schon viel zu viele Leute drin. Hey, guck mal da, kommt eine ganze Ladung voller Kohle angeholt. Angeflogen. Guck mal Leute, das ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich brauche keine Kaserne jetzt. Und ein Fuchseier. So. Ein paar Leben noch, ne? Ja.
So, dann wird es jetzt noch mal ein paar Zeit, ein bisschen Zeit für mehr Wohnhäuser, würde ich mal sagen. Nehmen, was ich krieg. So, dann brauchen wir noch einen großen Tempel. Wir brauchen einen großen Tempel unter. Oh, das ist doch wie geplant. Zieht an sein Auge wieder runter, damit ihr wisst, dass das nicht so geplant war und wir aufgeben. So, ich glaube, ihr könnt auch noch Fische exportieren. Aber nicht da davon genug nehmen. Wenn die sich, können die hier noch ein bisschen mehr Fisch essen. So, langsam den Wald reduzieren. Vom Plan. Weiter kommen wir in Platzprobleme. Okay. Kann ich ganz abreißen, aber schon mal anfangen dazu. Mal den Turm, den ich auch habe. Ich mal irgendwo hin einen Turm. Müssen wir mal stattdessen bauen. Ist relativ egal. So. Weg. Hier hin. Soll ich jetzt nochmal Fische? Ah, die jetzt nochmal angeln? Wo die Fische oder? Ich weiß es nicht. 100% laufen die nicht. Die laufen auch. Okay. Hey, die Getreidefarm bauen neue Getreide an. Das ist ja. Ich habe fast nicht mehr mit gerechnet. So, wenn der Wald hier weg ist, werde ich glaube ich Getreide anpflanzen statt Wald. Was ist alles? Produzieren wir auch kaum was mit Wasser. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, zurzeit haben wir Fische, haben wir ordentlich. Was mit Brot produziert wird, was mit Getreide produziert wird. Nee. Nicht so viel, wie wir sonst nach 77 Minuten haben, oder? Naja. Mal ein bisschen Angst. Sonst. Der Typ da auf dem Ding steht, haben wir. Danke. Den ich eigentlich weg haben wollte, ja? Der eine scheiß Typ da auf der Planke, der das ganze Betrieb hier aufmacht. Den wollte ich eigentlich weg haben. Oh, ob ich krieg den weg, jetzt krieg ich ihn weg. So. Unten kann ich glaube ich auch noch ein paar Träger reduzieren. So ein paar.
Wieso habe ich nicht gefragt, wie viele Waffen rumliegen? 42 hätte ich auch geraten, ey. Brauche noch mehr Kohle. Meine Kohle liegt noch nicht vor den Minen rum, es liegt noch Eisen vor den Minen rum, von daher kann ich noch ein paar mehr Schmelzen bauen. Nummer 2. Oder Waffen schmieden. Kohle hätte ein bisschen früher da kommen, ankommen können mit dem Schiff und so. Das hätte ich das Gold halt einfach später zulassen machen. Hä? Moment. Vielleicht hätte ich einfach später das Gold zumachen lassen. So. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Generell aus dem Weg, da meine ich damit. Dullis, kann ich nach oben bewegen. Ich würde an beiden Stellen Türme haben und dann je nach Gelegenheit abreißen, falls ich tatsächlich überrannt werden sollte. Nein, nein, machen wir nicht. Wald wegmachen ist voll gut. Ich habe das letzte Holz noch abgegeben. Die letzte Holz. Super. So, jetzt kommt es weg. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen Platz für so ein Spiel. Ne, warte, ich wollte Bauernhöfe bauen. Hab ich das schon wieder vergessen? Machen wir dann einfach mal. Drei davon, also Bauernhöfe natürlich, ne?
Oh ne, hier wird noch mehr Platz frei, oder? Ja. So. Schweinefarm komplett. Ich könnte unten jetzt noch welche hinsetzen. Aber ich muss auch noch irgendwo mal anfangen, Wohnhäuser weiter bauen zu können. Ich glaube, das ist gerade irgendwie nur der einzige Platz, den ich habe. Irgendwo mittleres setzen. Mittleres anpassen. Mehr Wald aufweisen. Mal anfangen, ne? Und wie sieht es bei dir militärtechnisch aus? Ich bin immer ganz knapp am Siedlermangel vorbei, aber es läuft noch. Ich habe nur, glaube ich, platztechnisch ein bisschen Kacke gebaut. Ich krieg keine Wohnhäuser mehr großartig hin. Das frustriert mich ein bisschen, aber ansonsten... Ja. Wie viel hast du jetzt? Ich habe jetzt 93 KK und 500 Zollis. Ich hab 89 KK und 250 Zollis. Du hast dein Goldland wieder aufgemacht, das ist dir klar, oder? Was? Habe ich das Goldland wieder aufgemacht? Durch deinen Tower? Ach, scheiße. Aber du hast ja noch nicht so viel Waffen schmieden, dass du in Kohle bekommst. Ja, noch nicht so aus. Aus, dass wir sowieso jetzt gleich direkt drauf gehen werden. Von daher, wenn es offen bleibt, ist es auch nicht mega beinhoch. Hast du schon? Ja, du hast schon großen Tempel. Wenn du möchtest, kannst du ja schon mal ein, zwei Augen werfen. Gucken, was uns da so gegenüber steht.
Ja, ich bin auf die gleichen Höhe wie die anderen Leute, aber ich muss halt hier von links anfangen zu bauen. Keine Speerleute da mitten dazwischen haben. Oh.